Eine Sommerreise auch bei schlechtem Wetter. Dem Ministerpräsidenten David McAllister geht es derzeit nicht anders als normalen Reisenden in Niedersachsen. Ein Zwischenstopp auf seiner Sommertour war am Donnerstag das Werk von Premium Aerotech in Varel. Hier wurde er freudig empfangen und bekam als Dank sogar seinen eigenen Modellflieger. Für McAllister ist der Luftfahrtzulieferer für zivile und militärische Flugzeugstrukturen besonders wichtig für die Region. Die Premium Aerotech ist ein wichtiger Arbeitgeber. Hier arbeiten mehr als 1400 Menschen. Und das Land Niedersachsen hat ja in den letzten Jahren enorme Anstrengungen unternommen, um unser Land mehr als Luft- und Raumfahrtstandort zu profilieren. Die Premium Aerotech ist hervorragend aufgestellt, ist ein zukunftsfähiges Unternehmen und verfügt vor allen Dingen hier am Standort in Varel auch über eine weltweit einzigartige Kompetenz im Bereich Titanzerspannung. Während der Werksbesichtigung schaute sich McAllister alles genau an und gab den volksnahen Landeschef. Ein Mitarbeiter bekam sogar höchstpersönliche Geburtstagswünsche. So macht man sich eben beliebt. Auch Betriebsratsvorsitzender Thomas Busch war besonders stolz auf die Stippvisite. Ja, ist für uns ein tolles Zeichen. Er war ja schon öfter jetzt hier im Werk, sein Vorgänger Herr Wulff auch. Und das zeigt, dass die Landesregierung wirklich hinter dem Werk steht, hinter der Premium Aerotech steht. Und ich glaube, wir haben gemeinsam, also mit Politik, mit regionaler Politik, aber auch mit Landespolitik, mit seiner Unterstützung hier für Varel und für die Premium Aerotech eine ganze Menge erreicht. Auch die Mitarbeiter der Produktion waren über den Besuch sichtlich erfreut. Dass Herr McAllister da war und sich unsere Arbeitsplätze anschaut, fand ich sehr toll und ja, bin da riesig begeistert von, auch Herrn McAllister die Hand zu geben. An diesem Reisetag wurde McAllister übrigens von einer First Lady begleitet. Allerdings nicht von seiner Madam McAllister, sondern von Annette Benzin. Sie wurde von einem Radiosender auserwählt. Eigentlich ist sie Lehrerin und kommt aus Diepholz. Mit einem Ministerpräsidenten im Schlepptau wird eine Reise durch Friesland doch glatt zum Erlebnis. Mal hinter die Kulissen gucken zu können und zu sehen, wie er wirklich, was er für Mensch ist, wie er ist, wenn auch die Mikrofone und die Kameras aus sind. Total locker, spontan, ganz freundlich und also wirklich entspannt, muss man sagen. Und die Chance wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen und ich bin einfach super froh, dass das geklappt hat und finde den Tag sehr aufregend und sehr interessant. Nach der Besichtigung ging es ab, zurück in den Tourbus und weiter in Richtung Nordsee.